Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich hatte eine kurze Essenspause und jetzt würde ich ganz gerne mit den Häusern beginnen. Im College of Wizardry Nibelungen Lab gibt es 5 Häuser, namentlich Faust, Flamel oder Flamel, Flamel klingt für mich cooler, Krabat, Grimm und Molin. Und ich werde die jetzt in der Reihenfolge abarbeiten, die wir im Designdokument auch finden. Und ich muss zugeben, die Häuser sind für mich mit eins der interessantesten Dinge an diesem Lab. Denn die Häuser sind, wie halt ähnlich bei Harry Potter auch, ein sehr, sehr großer Aspekt eures Charakters. Der macht wirklich viel eures Charakters aus. Und im Prinzip ist es wirklich interessant, dann herauszufinden, wer in welchem Haus landet. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe da so meine Wünsche, sage ich mal. Aber darauf gehe ich ein, wenn ich zu den Häusern selbst komme. Jetzt beginne ich erstmal mit Haus Faust. Faust ist das erste, was im Designdokument angesprochen wird. Und Haus Faust ist tatsächlich auch sehr interessantes tatsächlich. So sieht das Wappen des Hauses aus. Die Gründer dieses Hauses sind Johann Georg und Margarete von Faust. Faust sollte eigentlich auch ein relativ bekannter Name sein. Ich selber habe das Werk von Goethe leider noch nicht gelesen, muss ich leider zugeben. Aber ich werde es auf jeden Fall noch. Das ist definitiv ein Muss. Demnach kenne ich die Werke leider nicht, beziehungsweise ich kenne mich mit der Geschichte von Faust nicht so wirklich aus. Aber ich finde, die Häuser haben auch alle so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Die haben die Häuser der Charaktere, nach denen sie benannt sind, beziehungsweise der Persönlichkeiten, nach denen sie benannt sind, haben sie teilweise übernommen. Beziehungsweise fast immer komplett übernommen und das finde ich eigentlich auch relativ interessant. Manches haben sie so ein bisschen abgeändert zugunsten des Labs, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Gut, wie gesagt, Gründer Johann Georg und Margarete von Faust. Margarete wird auch Gretchen genannt. Das Symbol, wie man hier sehen kann, ist der Drache. Das Symbol von Mephistopheles selbst. Die Farben sind Blau und Gold und die Attribute, das, was das Haus sozusagen ausmacht, sind Wissen und Macht. Wer hätte es gedacht? Das Ehepaar Faust war gleichzeitig auch das Gründerehepaar der Königsberger Universität. Fand ich auch recht interessant. Also des Instituts Königsberger Universität, was ja dann auch eines der Institute des Nimbus wurde. Johann selbst war einer der größten Alchemisten seiner Zeit und wurde von seiner Frau in seinen Forschungen meistens unterstützt. Seine Frau selbst hat auch Forschungen bezüglich der Anderwelt vorgenommen. Zur Anderwelt werde ich vielleicht auch noch mal irgendwas sagen, aber um es kurz zu fassen, die Anderwelt ist sozusagen die Welt der Feen und magischen Wesen. So. Vielleicht werde ich darauf noch mal eingehen. Hallo Facebook, danke. Margarete, also Gretchen von Faust, wurde später die erste Rektorin des Nimbus, während Johann Georg selbst aber Leiter der Universität Königsberg blieb. Ich habe euch ja in einem vorherigen Video schon mal erklärt, wie, ich sag mal, die Rangordnung in der Schule aussieht. Die Rektorin steht über allen und unter der Rektorin stehen nochmal die Leiter der verschiedenen Institute. Bedeutet, Margarete stand ganz oben und Johann selbst als Leiter des Königsberger Instituts eine Stufe weiter unten, aber auch nur eine ganz, ganz geringe Stufe weiter unten, wohlgemerkt. Die Partnerschaft des Ehepaars wurde entzweit durch den Stolz und Ehrgeiz von Johann, als dieser versuchte, den Turm des legendären Instituts Chocha zum Einsturz zu bringen. Das Scheitern des Ganzen zeigte ihm dann jedoch, dass Chocha definitiv das mächtigere Institut sozusagen ist und dementsprechend entschied er sich, nach Chocha zu gehen. Weil Faust ist, also Johann von Faust, wohlgemerkt, ist tatsächlich jemand, der nach Macht strebt. Und das merkt man. Das hat sich auch so ein bisschen in dem Haus selbst manifestiert, finde ich. Er ging also tatsächlich nach Chocha und verließ das Nimbus. Er bot seiner Frau auch an, mitzukommen. Diese lehnte das jedoch sehr entschieden ab. Er ließ sie dann dementsprechend zurück. Margarete blieb also am Nimbus zurück, war dementsprechend immer noch die Rektorin, eine der bekanntesten und berühmtesten Rektorinnen tatsächlich des Nimbus. Und durch den Verrat ihres Mannes an das Chocha-Institut war die Beziehung zum Chocha danach sehr unterkühlt. Und
gestört, sage ich mal. Beziehungsweise es war nicht mehr so das beste Verhältnis zwischen diesen beiden Instituten vorhanden, gerade was Margarete selbst anging. Und das manifestierte sich tatsächlich auch ein wenig in dem Haus selbst. Die Schüler waren nämlich auch nicht sehr begeistert von dem Verrat ihres Meisters und haben daher schon fast eine Art Hass auf ihn entwickelt. Verständlicherweise. Margarete blieb lange Zeit eine sehr einflussreiche Rektorin des Nimbus und sammelte vermutlich mehr Wissen über die Anderwelt zusammen als je ein Mensch vor ihr. Allerdings verschwand sie irgendwann spurlos und man hat nie erfahren, wo sie hin ist. Es wird vermutet, dass sie in der Anderwelt selbst ist. Glaube ich. Aber das sind Vermutungen. Wie schon erwähnt, vergaßen auch die Schüler den Verrat ihres Meisters nicht und wandten sich dann mehr Margarete zu, die dann allerdings auch durch ihre Studien und Interesse an der Anderwelt das auch an die Schüler des Hauses weitergab. Dementsprechend ist in diesem Haus verankert auch ein relativ starkes Interesse an Feen und an der Anderswelt. Oder Anderwelt? Ander oder Anderswelt? Ich weiß es gar nicht genau. Diesen Schritt, dass sich die Schüler dann tatsächlich mehr Margarete zuwandten und sich ihrem Meister sozusagen entsagten, können wahrscheinlich am ehesten noch die Molinianer, also sprich die Schüler vom Molinhaus, verstehen, denn die ereilte tatsächlich ein ähnliches Schicksal. Dazu komme ich aber, wenn ich auf das Haus Molin nochmal eingehen sollte, was ich definitiv werde. Die Ideale des Hauses Faust orientieren sich natürlich an dem Wahlspruch Wissen ist Macht. Wie hätte es anders sein sollen bei diesen Attributen? Die Studierenden des Hauses sind sehr bekannt für ihren akademischen Ehrgeiz. Sie streben danach, besser zu werden, die Besten zu sein im besten Fall und mehr zu erreichen. Wahrscheinlich versuchen sie auch ein bisschen damit, den Verrat ihres Meisters zu kompensieren, denn der ist ja zum Tschocher gegangen auf der Suche nach Macht und nach einem besseren Institut, sage ich mal. Ist im Endeffekt zu dem Institut gegangen, das er für besser hielt. Dadurch hat sich dann natürlich auch so ein bisschen das durchgesetzt, dass die Studierenden in diesem Haus immer die Besten sein wollen. Dieser Ehrgeiz hat natürlich auch zur Folge, dass das Haus Faust eines der wenigen Häuser ist, die eine große Zahl an sehr guten, eigentlich den besten Studierenden hervorbringt. Und was als letzter Punkt noch ganz interessant sein könnte, ist die Tatsache, dass im Haus Faust eine große Zahl an Hexblutgeborenen ist. Hexblut, habe ich ja in vorherigen Videos auch erzählt, ist das, was sozusagen die Magie der Menschen ausmacht, das, was Magier zu Magiern macht. Und reine Hexblutgeborene sind meistens die, die im Haus Faust zu finden sind. Natürlich gibt es da auch andere. Es gibt natürlich auch keine Reinblüter im Haus, aber die haben es in dem Haus meistens schwer. Wenn sie es denn überhaupt reinschaffen. Das war es erstmal an Infos zum Haus Faust. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Ein Großteil der Hauserklärungen wird tatsächlich immer so ein bisschen die Geschichte der Gründer sein. Aber das ist ja natürlich auch was, was man, wenn man in diesem Haus ist, auch wissen sollte, im besten Fall. Wäre natürlich sinnvoll, dann zu wissen, wer war unser Gründer, was machte ihn so besonders. Und wie ist die Geschichte hinter diesem Haus? Denn die Geschichte des Instituts selber ist ja auch tatsächlich eine relativ interessante. Und da sollte man dann im besten Fall auch wissen, wie die Hintergrundgeschichte des eigenen Hauses ist. Deshalb erläutere ich das hier nochmal. Haus Faust finde ich tatsächlich mit eins. Na, eigentlich finde ich alle Häuser auf ihre Art interessant. Aber ich muss zugeben, dass Haus Faust jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl wäre. Einfach weil ich dieses Machtstreben nicht so ganz verstehe. Ich bin niemand, der nach großer Macht strebt und ich bin tatsächlich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Das habe ich ja auch schon in meinen vorherigen Videos definitiv mal erklärt. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in Slytherin gelandet bin. Aber ganz so viel Ehrgeiz habe ich dann, glaube ich, doch nicht, dass ich immer die Beste sein muss und die Tollste und die Größte. Da strebe ich dann eher doch nicht so nach. Von daher, Faust, eine interessante Geschichte. Gerade auch mit diesem Verrat und dem Verlassen des Meisters, der die ja dann tatsächlich hinter sich gelassen und nach Tschechien gegangen ist. Aber ich glaube, das wäre eher nicht so meins. Ich finde das Wappen allerdings ziemlich cool und ich mag Drachen. Gut, das war's zum ersten Haus. Weiter geht es mit Flamel oder Flamel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao!